Es ist Mittwoch, der 19.05. Ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Go for Peace Impuls heute Morgen. Und wir sind noch weiter unterwegs mit Texten aus dem Johannesevangelium, heute wieder aus der Abschiedsrede Jesu im 17. Kapitel. Es sind die Verse 6a und dann 11b bis 19. Und da heißt es in 6a, Jesus wendet sich an den Vater und sagt: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Und später dann in 11b, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Ich habe heute Morgen schon lange über bewahren und verwahren nachgedacht. Ich verwahre ja etwas, was kostbar ist. Verwahr doch mal das Kind, sagen wir, einem Babysitter, und dann gibt er Acht auf es. Aber dieses Bewahren hat ja mit etwas zu tun, was ich gar nicht betasten oder begreifen kann. Wenn ich eine Erinnerung bewahre oder ein Wort in mir bewahre, dann ist etwas ganz Kostbares, was in mir nicht verloren gehen soll. Das bewahre ich. Also der Name Gottes ist etwas ganz Kostbares, was nicht verloren gehen soll. Und im ersten Johannesbrief lernen wir, dass einer der Name Gottes, vielleicht sogar der tiefste, Liebe ist. Gott ist die Liebe, heißt es da zweimal. Also bewahre sie in der Liebe. Das ist der Ruf, den Jesus an seinen Vater sendet. Bewahre sie in deinem Namen. Bewahre sie in der gegenseitigen Liebe, damit die Einheit, die in Gott ist, auch unter uns Menschen ist. Und wenn ich zum Beispiel enttäuscht bin von jemandem, dann merke ich ja, dass ich meine Liebe verdoppeln muss, damit die Liebe am Brennen bleibt und ich dann dem anderen auch wieder helfen kann, selber sich zu schenken und selber wieder zu lieben. Denn die Liebe kommt zur Vollendung, wenn ich dem anderen helfe, selber zu lieben. Eine ältere Frau hier in der Gemeinde, die hört auf den Impulsen, die ich gebe, immer so gerne zu. Und die schenkt mir immer wieder einen Hefezopf. Und der ist so lecker. Und ich merke, dieser Hefezopf ist Ausdruck ihrer Liebe. Neulich habe ich eine Familie besucht, und erst mit einem kleinen Jungen gespielt. Und als ich hinterher wieder ging, da hatte der kleine Junge mir ein kleines Bild gemalt und schenkte es mir. Also da war der Name Gottes, nämlich die gegenseitige Liebe, die Liebe, die den anderen im Blick hat und ihm hilft zu lieben, dieser Name war unter uns lebendig. Also, für diesen heutigen Tag gilt: haltet fest an der Liebe, keep in love. Halt fest an der Liebe. Euch einen schönen Tag.